Die Flexibilitätsprämie wurde im EEG 2012 eingeführt, um die bedarfsorientierte Stromproduktion aus Biogas zu fördern. Biogasanlagen sollen dabei einen Ausgleich zur fluktuierenden Strom- und Wärmeerzeugung von Sonne und Wind herbeibringen. Die Prämie sollte letztendlich Investitionen in zusätzliche BHKW-Kapazitäten, den Ausbau des Netzanschlusses sowie die Erweiterung von Gas- und Wärmespeichern finanzieren. Im EEG 2014 wurde eine zusätzliche Regelung zur Flexibilitätsprämie eingeführt. Es wurde eine Begrenzung des zusätzlichen Zubaus, der sogenannte Flexdeckel, eingeführt. Dadurch bestand eben die Möglichkeit, nur noch eine bestimmte Menge an flexibler Leistung zuzubauen und dafür eine Flexibilitätsprämie in Anspruch zu nehmen. Diese Regelung wurde im EEG 2017 aber noch einmal angepasst. Auf der einen Seite wurde die Menge an zusätzlicher Leistung, die zugebaut werden konnte, reduziert, auf der anderen Seite aber auch eine längere Übergangsfrist für den Flexdeckel eingeführt. Dieser Flexdeckel wurde dann im Jahr 2019, im Juli 2019 erreicht und die Frist zur Realisierung der Flexprojekte endete damit am 30. Juli 20, Entschuldigung, am 30. November 2020. Durch die Corona-Pandemie kam es aber jetzt zu Verzögerungen bei der Planung, Genehmigung und der Finanzierung von Biogasanlagen. Im Gegenzug aber auch zu Problemen bei Lieferketten, insbesondere bei BHKWs. Gleichzeitig bestand auch das Problem, dass bauliche Arbeiten sich verzögerten und ebenso auch beim Netzausbau und dem Netzanschluss es gravierende Probleme gab, diese zeitliche Frist einzuhalten. Viele Betreiber hatten daher Angst, die Frist nicht einhalten zu können. Die Folge wäre gewesen, dass es bis zu einer Insolvenz der Anlagen hätte kommen können, weil getätigte Investitionen eben nicht über die Flexibilitätsprämie gegenfinanziert werden konnten. Zum anderen bestand aber auch die Gefahr, dass dann vielen Betreibern die Möglichkeit genommen wurde, die Anlagen auf einen zukunftsfähigen Betrieb umzurüsten. Der Fachverband Biogas hat sich sehr frühzeitig um das Problem gekümmert und sich auch an die Politik gewandt und frühzeitig um eine Fristverlängerung gebeten. Letztendlich wurde dann über das sogenannte EEG-Corona-Gesetz eine Regelung getroffen, die dieses Problem löst. Die Frist wurde um 8 Monate verlängert und endet nun am 30. Juli 2021, sodass die Anlagenbetreiber damit eine realistische Chance haben, ihre Projekte abzuschließen. Für den Fall, dass diese Fristverlängerung nicht ausreichen sollte, aufgrund weiterer Verzögerung durch die Corona-Pandemie, wird sich der Fachverband Biogas um weitere Verlängerungen bemühen. Grundsätzlich wird sich der Fachverband Biogas aber auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die Flexibilitätsprämie oder die Förderung der Flexibilisierung auch in Zukunft fortgeführt wird.